So, weiter geht's hier in dieser City. Und ich habe jetzt gerade mal eben die Zeit genutzt, um die Zauber des Mädchen, also von Prim, auf die aktuelle Maximalstufe zu bringen, nämlich alles auf Stufe 4, wie ihr sehen könnt. Tada! Haben wir das fertig. Ja, hier war Watts Trottel, da wollte ich eigentlich gar nicht rein. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir, eingekauft haben wir schon. Verlassen wir mal hier nach Süden die Stadt und schauen mal, was da so geht. Okay, wo ich gerade mal hier das hier sehe, dann werde ich das mal jetzt einen Tick anders machen. Und zwar. Okay, ich habe. Walnüsse habe ich dabei. Und dann gucke ich mal ganz kurz das Magie-Level. 333, okay. Dann mache ich das nämlich so, dass ich jetzt hier mich mit Zaubern hochfighte. Möglichst günstig. Okay, das ist schon direkt nice. Okay, den kriege ich auch schnell hoch mit Gemach. Kiste. Mach ich mal bunt gemischt, alles mal benutzen hier. Damit ich auch die Levels, die ach, die Magiestufen der Kobolde hier ein bisschen hochkriege. Ich glaube, das macht schon Sinn. Ah, sad story. Oh. Schneller wieder aufgewacht, als ich dachte. So. Da Feuer gerade relativ effektiv ist, vielleicht das mal alles raus. Ich glaube, hier komme ich, glaube ich, eh nicht weiter in der Höhle, aber da gucke ich mal ganz kurz rein. Nachdem ich die Fiffis hier gekillt habe. Energiesuche Stufe 5. Und los. Kann ich nicht auch irgendwo hier, Moment. Ah ne, das hatte ich ja schon auf Maximum. Machen wir es mal so. Verfehlt? Achso, das war mein Schlag mit dem Schwert. Ich dachte gerade, wie kann denn der Zauber denn verfehlen? Ja, verteile ich dem auf alle. Bam, bam, bam. Ein? Really? Den das ein abgezogen. Bevor er tatsächlich ein. Sind die magieresistent oder so? Bienenbomber. Na gut. Gucken wir mal hier kurz rein. Ach ja. Also ich muss hier auf jeden Fall noch rein, aber nicht jetzt. Ich glaube, ich muss erst diesen Berg hoch. Das Teil sieht ganz cool aus. Ein bisschen geschmeidiger und fieser als früher. Wo komme ich hier doch schon weiter? Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich erst nach oben gehen sollte. Den haue ich jetzt aber um. Der sieht aus, als würde er mir viel Erfahrung bringen. Zack. Wir gehen erst oben auf den Berg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Sinn der Sache ist. Boah, der hat gesessen, ey. 634. Hololala. Krass. Wo Jin noch ein bisschen. Bam, 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 bam. Okay, das ist schon ein bisschen effektiver. Statt die 1, die es vorher immer gab. Zack, 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 zack. Kaching.
Ich habe ja noch irgendwo. Da. Den Einsatzzauber. Bienenbombe ist träge. Ha, Stufe 37. Goju. So, drücke ich immer eine Walnuss ins Gesicht. Und dann geht's weiter. Magie Power. Bam, 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 bam. Ich bin gerade am Überlegen, wie dieser olle Berg hier früher hieß. Da waren noch diese Eierschalen-Dinger drauf. Das ist, ja, genau. Das ist der auf jeden Fall. Ach ja, das war ja nicht effektiv bei den Viechern. Da, das ging, glaube ich. Das Schicksalsberg und hießen diese Eierdinger. Tada! Stufe 37 für die anderen beiden Mädels. Ah, die da, meine ich. Da muss ich mal eben gucken, wie die Teile heißen. Beziehungsweise wie sie jetzt heißen. Cockatrice. Na dann. Hier habe ich auf jeden Fall immer ein bisschen gelevelt früher. Also auch die Level von den Charakteren hier. Switche ich hier mal eben auf die Peitsche um. Hier benutze ich den Windstoß. Zack, 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 zack. Dum, da, dum, da, dum. So, die beiden oben kill ich noch mit Visu. Heißt ja Salamander. Ja, Magiestufe Salamander Stufe 4. Das mag ich. Das heißt, es fehlt jetzt nur noch Jin und der Gnom. Klatsch. Hi, Ruffy. Aber erst werde ich hier weitergehen, bevor ich mit Ruffy mich unterhalte. Da Jin und der Gnom. Nö. Das. Ach, ist ja die falsche. So, besser. Mist. Ich kann auch eben hier Gemach ohne Ende raushauen. Ist zwar ein bisschen öde, aber was soll's. Geht auf jeden Fall schneller. Brauche ich nur einen Gegner für. Und das kostet nur ein Mana. Das ist halt das Geschmeidige daran. Ha! Gnom erreicht. Stufe 4. Sehr schön. Da brauche ich jetzt noch Jin. Das ist ja richtig geschmeidig. Das geht doch zügig. Zügiger als ich erwartet hatte, um ehrlich zu sein.
Zack, zack, zack. So, da ist mein Mana alle. Pam, 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 pam. Walnuss. Klatsch. Wow. So, die kriegen auch noch hier. Cockatrice, Speed Bomber. So, der kriegt natürlich auch einen Windstoß ins Gesicht. Die Biene nochmal. Flora Fatale. Wow, das ging jetzt richtig schnell. Schön. Das heißt, wir haben die Magie komplett auf aktuellem Maximallevel. Stufe 4. Nein. Jetzt brauche ich noch mein Schwert. Gegner auf einmal alle wieder her. Tauchen ja schneller auf, als ich sie töten kann. Pieks. Gutes Ding das. So. Waffenstufe vom Prim. Alles klar. So. Hi Leute! Na, wer bist du denn? Ranul, hier kommt ihr nicht weiter. Der ehrwürdige Weise ist im Moment nicht hier. Was? Er ist zum Schattentempel aufgebrochen. Er hat den Weg durch die Höhle genommen, an der ihr unterwegs hierher vorbeigekommen seid. Ach, ich wollte dich nicht nochmal anlabern. Okay, jetzt, gut. Vielleicht hätte ich doch direkt unten einfach weitermachen können. Egal, so habe ich wenigstens die Magie, den Magiekram komplett fertig und kann jetzt noch die Gelegenheit nutzen, ein bisschen zu leveln und meine Waffen aufzuwerten und so weiter und so fort. Sehen wir das Positive darin. Und vielleicht gibt es auch noch auf dem Weg nach unten ein neues Level. Wer weiß das schon. Vorausgesetzt, ich treffe die Gegner hier. Und die sterben. No. Piste. Gilet Royale. Ich habe ein Gilet Royale bekommen. Ist das das Zeug hier? Ja. Das war früher Honig. Es ist jetzt nicht auch noch Honig. Das heißt Gilet Royal. Hack. Nein. Subi. Ach, diese Kacke wieder. Jetzt die Peitsche. Ba, 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 ba. So. Critical Hit. Waffenstufe ist gestiegen, Schwert auf Stufe 4. Kriegst du auf jeden Fall noch eine Stufe weiter, weil ich ja zwei Orbs hatte, aus mir unerklärlichen Gründen. So, gucken wir mal eben, was der Ruffy hier im Angebot hat. Ja, speichern können wir natürlich auch eben, aber eigentlich wollte ich kaufen. Dann kaufen. Okay, nichts Besonderes, den Kram ab 23.000 kostet hier oben. Halla, die Waldfee. So.
Okidoki. Hack, hack. So, stirb. Ah, da haben wir es auch schon. Stufe 38. Sowas wollte ich. Das heißt, die anderen beiden erreichen vielleicht auch Stufe 38. Und eine Kiste. Ach, komm schon. Da ist es auch schon. Na komm, beweg dich. So, zack. Peitsch. Okay, vermutlich ist das Ding jetzt tot. Ja. Ist voll süß, dass sie erst aus dem Eis schlüpfen. Puff. Da ist das Vieh hinüber. So, gleich sind wir unten angekommen wieder. Bei der Höhle. Aber ich werde dann noch einmal in die Stadt gehen, kurz. Vorräte aufstocken. Oder so. Und einmal speichern. Auf jeden Fall. Aber erst muss ich mich hier noch durchprügeln. Miese Pflanze. Na. Oh. Der hat gesessen. 174. Stirb schon. Danke. Ja. So. Hopf. Hack. Da ist es hinüber. Perfekt. So, das Gasthaus war hinten. Zack. Dann pennen wir auch noch mal eben eine Runde. Schwupp. Schlafi, schlafi. Spielstand speichern. So, alles klar. Ich beende hier die Folge und in der nächsten gehen wir die Höhle an und kämpfen uns durch, durch den Palast da unten drin. Alles klar. Ich sag auf Wiedersehen. Ciao, Leute.